Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Der Weg zur grünen Verkehrswende ist weit und unklar. Zumindest wenn man wie ich heute Morgen mit dem Bus angereist ist, an der Haltestelle Öko-Center ausstieg und dann suchte, wo könnte die Tagungshalle sein. Kein Wegweiser, keine Hilfestellung. Hoffentlich ist das kein schlechtes Zeichen für grüne Mobilität. Denn grün ist eigentlich die Farbe der Hoffnung. Nach dem Wälzen der wirklich sehr schrecklichen Wahlprogramme der meisten Parteien war es doch für mich eine Wohltat zu lesen, dass zumindest eine Partei die Verkehrswende ernsthaft angehen möchte. Vieles, was ich in dem Antrag gelesen durfte, ist abgeschrieben vom VCD. Finde ich prima, habt ihr gut gemacht. Nein. Ich will nicht zu euphorisch werden. Euphorisch kann man schnell werden, wenn man Positives liest angesichts der Realitäten im Berliner Politikgeschäft. Da freut man sich doch schnell über jedes grüne Pflänzchen, was von der Verkehrspolitik Ramsauers und Co. noch nicht plattgefahren worden ist. Das ewige Mantra Verkehrswachstum bringt Wirtschaftswachstum. Seit Jahrzehnten folgt daraus Betonpolitik, Lobbyistenpolitik, nur Geldpolitik für mehr Infrastruktur. Nachhaltige Verkehrspolitik, Fehlanzeige. Beispiel Verkehrsminister. Aus seinen neu eingeführten geschlossenen Finanzierungskreisläufen für die Straße. Monster-Truck-Liberalisierungsideen, Festhalten an Prestigeprojekten, Rüpel-Radlern und Flensburger Pünktchenreform ist in den vergangenen Jahren leider nichts aus diesem Verkehrsministerium gekommen. Doch Ramsauer hat recht. Und ich stimme Ramsauer in einer Sache zu. Ich gebe ihm recht, wenn er sagt, ich lobe mich für die Quantensprünge, die ich in der Verkehrspolitik erreicht habe. Das sagt er so. Denn Quantensprünge, Physik, bedeutet kleinste Zustandsveränderungen im atomaren Bereich, meist ohne jene Auswirkung. Wenn also Ramsauer sagt, er hat da was bewegt im Quantensprungniveau, dann stimme ich ihm zu, es hat sich nichts bewegt. Das ist richtig. Was mich aber dann doch ärgert, ist, dass ein Doktor Ramsauer auch nach 4 Jahren Verkehrsminister Dasein immer noch nicht den Unterschied kennt zwischen Verkehr und Mobilität. Tja, doch wird dieser Ausfall leider nicht durch andere Umweltminister oder andere Minister kompensiert. Der Umweltminister selber hat außer für E-Autos eigentlich kein Interesse an umweltverträglicher Mobilität. Und das E-Auto ist ernsthaft erstmal nur ein Beitrag zur Industriepolitik, kein Beitrag zum Umweltschutz. Ansonsten Interesse für Lärm? Nö. Interesse für Luftreinhaltung, Luftschadstoffe? Nö. Der Wirtschaftsminister ist wie der Umweltminister nicht zuständig, aber der Wirtschaftsminister hat da mehr gemacht. Er hat es als Nicht-Zuständiger geschafft, dass beispielsweise Porsche-Autos zukünftig noch lauter fahren dürfen, als heute erlaubt. Das ist Verkehrspolitik 2.0 dieser Bundesregierung. Statt Lärmreduktion noch mehr Lärm für die Städte. Und die Klimakanzlerin Merkel, naja, sie ist das letzte Bollwerk der Daimlers und BMWs gegen schärfere CO2-Grenzwerte, wie sie gerade auf europäischer Ebene diskutiert werden. Klimaschutz, ja, aber bitte nicht in der Verkehrspolitik. Diese Verkehrspolitik, liebe Delegierte, ist das krasse Gegenteil einer nachhaltigen Mobilität. Aber leider nicht nur die CDU, leider nicht nur die FDP, leider nicht nur CSU, eigentlich auch die SPD als Natural-Born-Partner der Grünen, sie macht es leider nicht viel besser. Das SPD-Motorrad blinkt meistens nach links, biegt dann aber doch allzu oft nach rechts ab. SPD-Verkehrspolitik ist de facto auch nur allzu oft altbackene Infrastrukturpolitik, zu oft Betonpolitik. Und auch hier werden nur Partikularinteressen vertreten. Beispiel im Bereich Bahn, auch wenn man das da ein bisschen geschickter macht, da werden dann halt konzernnächste Gewerkschaftsfunktionäre im Doppelmandat gleichzeitig auch noch bahnpolitische Sprecher. Diese Verkehrswende ist mit Beton und mit dieser Klientelpolitik nicht zu erreichen. Und so sind wir als ökologischer Verkehrsclub darauf angewiesen, dass die Grünen eine andere, eine bessere Perspektive in Sachen Mobilität aufzeigen. Ihr habt in eurem Leitantrag die Probleme zu einem großen Teil zutreffend beschrieben. Viele gute Lösungsansätze sind im Antrag des Landesvorstandes zu finden. Für mich aber ist trotzdem die Frage, reichen die skizzierten Ansätze aus, um die gewaltigen Herausforderungen in der Verkehrspolitik anzugehen? Ihr wisst Bescheid über Klimaschutz, klar. Demografischer Wandel steht auch drin, klar. Lebensqualität wird schon dünn. Raum für Kinder, mehr Raum für Menschen, Raum für Verkehrssicherheit, aber auch für unzerschnittene Natur, da wird es dünn. Luftschadstoffe taucht bei euch gar nicht auf.
Ressourcenbegrenztheit. Die Zeit billigen Öls ist vorbei und billiger motorisierten Verkehrs ist die Zeit ist eigentlich auch vorbei. Leider noch nichts. Schuldenbremse taucht irgendwie auch nicht auf. Haushaltsknappheit und die Frage der Sicherstellung der Finanzen der Finanzierung kommunaler Aufgaben. Auch hier finde ich bisher sehr wenig. Und da ist für mich die Frage, da muss nachgelegt werden, wie können wir da Mobilität anders denken? Hier sind für mich noch große Fragezeichen, ob die von euch vorgeschlagenen Ansätze der Verkehrswende ausreichend sind, die genannten Herausforderungen zu bewältigen. Natürlich, klar, so ein Verkehrspolitiker, so ein Öko wie ich, der kann natürlich sich viel wünschen und natürlich ist Verkehrspolitik viel komplexer und natürlich kann ich nicht alles in einen einzigen Antrag setzen. Aber ich hätte schon ganz gerne mehr darüber gelesen, was die NRW-Grünen in NRW zur Verkehrswende beitragen wollen. Unter der Überschrift "Die Weichen stellen wir", toller Titel, steht: Der Bund soll Carsharing-Stellplätze zulassen, mehr Tempo 30 in den Kommunen ermöglichen, einen Bundesmobilitätsplan entwickeln. Der Bund muss die Lkw-Maut ausdehnen, Grenzwerte für klimaschonende Neuwagen forcieren, den Luftverkehr leiser machen, die Luftverkehrssteuer ausbauen, die eine Einbindung des Luftverkehrs in den Emissionshandel sorgen. Ja, stimme ich grundsätzlich zu. Aber da steht immer, der Bund muss. Der Bund muss weiterhin Geld in die Hand nehmen für eine Innovationsoffensive für den Erhalt der Netze. Der Bund soll die Entflechtungsmittel weiterführen und Planungssicherheit schaffen. Der Bund soll die Finanzmittel für den Lärmschutz verdoppeln. Der Bund soll die Regionalisierungsmittel erhöhen und auch neu verteilen. Frage auf Kosten anderer Länder? Fragezeichen. Und er soll den Kommunen mehr Finanzmittel geben und der Bund soll auch noch mehr Anschlussstellen für Autobahnen schaffen. Nochmal die Überschrift. Die Weichen stellen wir. Das klingt für mich gut, aber es ist immer nur das Aufhalten der Hand. Lieber Bund, gib uns mal. Lieber Bund, mach mal. Ich würde gerne wissen, was wollt ihr? Was ich da lese, ist prima, aber es klingt eher nach einer Resolution an die Bundespartei oder nach einem Wahlprogramm Bundestag 2.0. Und da habe ich eigentlich noch mehr Erwartungen. Ich würde gerne wissen, da ich ein Freund des Föderalismus bin, was wollt ihr hier tun? Was wollt ihr selbst noch zusätzlich tun? Ich gebe ein paar Stichpunkte. Stichwort ÖPNV-Finanzierung. Soll sich das Land Nordrhein-Westfalen zukünftig auch mit eigenen Landesmitteln an der Finanzierung des Nahverkehrs nennenswert beteiligen? Oder wollt ihr weiterhin wie bisher hauptsächlich die Bundesgelder durchreichen? Gilt die Finanzierungsverantwortung auch für den Nahverkehr oder weiterhin nur für die Landesstraßen? Ein Vorschlag von mir. Gebt doch zukünftig mindestens genauso viel Geld für euren ÖPNV aus in den Kommunen und im Land, wie ihr das für eure Landesstraßen tut. Stichwort Kommunen. Wie will ich denn den kleinen Kommunen helfen, beispielsweise den Betrieb ihres Nahverkehrs aufrechtzuerhalten? Oder ist das auch wieder Rolle des Bundes? Wo sollen weiterhin die Milliarden Euro für die Sanierung vorhandener Straßenbahnen herkommen, für die Sanierung vorhandener U-Bahnen? Der Bund hat dazu sich mit den Ländern geeinigt und gesagt, nach Föderalismusreform 2, der Bund ist nicht mehr zuständig. Die Kommunen können nicht, also liebes Land, jetzt fangt mal an zu finanzieren, oder? Was wollt ihr tun? Wie will ich den Kommunen die Möglichkeit geben zur Finanzierung ihres Nahverkehrs? Keine Antwort bisher. Gibt es eine landesweite zweckgebundene Zuweisung auch für den Betrieb oder sollen die Kommunen eigene Finanzierungswege angehen? Was ich in den Änderungsvorschlägen gehört habe, zeigt mir noch nicht den Weg auf, wie ihr den Kommunen die Möglichkeiten geben wollt, dass sie Nahverkehr auch wirklich finanzieren können, denn die bisherigen Finanzierungswege sind ausgereizt. Stichwort Stadt oder Land. Ich will gar nicht über Mobilität im ländlichen Raum reden, wobei die Frage, was ist ländlicher Raum, auch nochmal spannend ist. Sondern ich frage, wie wollt ihr Mobilität jenseits der Großstädte organisieren? Wo sind eure Ansätze, wo sind eure Konzepte? Wollen wir einen Stundentakt auch für den ländlicheren Raum haben? Wie gehen wir um mit Regionen wie in der Eifel, in Münsterland, in Ostwestfalen, Lippe, wo teilweise nur 3-4 Busse am Tag sind? Ist das für uns ausreichend oder wollen wir da nicht noch etwas anderes haben? Wollen wir da nicht noch mehr haben? Oder wollte vielleicht doch nur das begrenzte Geld noch mehr in die Ballungszentren gehen, weil wir haben nur wenig Geld. Da hätte ich gerne Antworten. Stichwort Luftschadstoffe.
Was will denn Nordrhein-Westfalen tun, um die Luftreinhaltung einzuhalten, die Grenzwerte? Sollen die Umweltzonen ausgedehnt werden oder hofft man wie der Bund auf neue Technologien und auf zugedrückte Augen der EU-Kommission, denn wir haben es mit fortgesetzter Vertragsverletzung zu tun? Genau das Gleiche beim Lärm. Will das Land Nordrhein-Westfalen zukünftig alle Landesstraßen und Kommunalstraßen mit lärmarmen Asphalt versehen und dies finanzieren? Oder sollen das die Kommunen, die kein Geld haben, dann doch selber machen? Was will man machen, um den Lärm in den Kommunen auch tatsächlich zu reduzieren? Und zwar nicht nur den Schienenlärm, auch den Straßenlärm. Stichwort Komodalität, Verlagerung, Vermeidung. Eigentlich Grundstücke, Grundbegriffe kommunaler und grüner Politik. Aber ich frage euch, ist der von der Nordrhein-Westfalen angesetzte Komodalitätsansatz wirklich noch hilfreich? Ein sehr gut ausgebautes Bus- und Bahnnetz kann NRW zwar auf ähnliches Niveau der Nutzung wie in der Schweiz bringen, aber vorsichtig mit der Schweiz. Die Schweizer sind genauso viel mit dem Auto unterwegs wie wir Deutschen und ihre verkehrliche Klimabilanz ist noch viel schlechter. Nur den Ausbau von Bussen und Bahn voranzubringen, nur ein bisschen mehr Bundesgelder für Fuß- und Radverkehr zu machen, damit erreiche ich noch keine Verlagerung und nur durch Appelle und eine etwas veränderte Bauplanung erreiche ich auch keine Vermeidung, dafür braucht es mehr. Und zuletzt der Straßenbau. 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs hat Nordrhein-Westfalen das mit Abstand dichteste Straßennetz der Welt. Braucht Nordrhein-Westfalen tatsächlich noch weitere Straßen? Wann habt ihr eigentlich euer Zielnetz erreicht? Oder gibt es gar kein Zielnetz und wir machen immer weiter? Und ist das Thema Verkehrsvermeidung doch eher zurückzustellen zu mehr Wachstum, auch bei den Grüns? Welche Rolle spielt dabei der demografische Wandel, wenn Pendler beispielsweise zu Rentnern werden? Werden sich wahrscheinlich doch auch die Mobilitätsbedürfnisse anders entwickeln? Dann werde ich vielleicht nicht mehr morgens um 7:30 als Rentner auf dem Ruhrschnellweg fahren. Und auch in Nordrhein-Westfalen wird die Zahl der berufstätigen Steuerzahler stark abnehmen. Was sind da eure Antworten? Doch nicht mehr Straßen für mehr Güter, oder? Liebe Delegierte, das sind nur einige der zentralen Fragestellungen, die mir bei Lesen eures Papiers gekommen sind. Für die Verkehrswende braucht man meiner Ansicht nach aber nicht nur Erkenntnis, was alles schiefläuft, sondern wir brauchen auch Willen, wir brauchen Vernunft, wir brauchen Mut zur Veränderung. Und ich rufe euch zu, habt mehr Mut. Als Umweltverband sage ich euch, werdet ihr als Grüne zur Anti-Schlagloch-Partei. Wir haben so viel Instandhaltungsrückstand. Lasst uns doch erstmal schauen, was instand gehalten werden muss. Macht eine Summe, macht einen Strich drunter und stellt mal dann fest, wie viel Geld habt ihr überhaupt da. Und dann werdet ihr ganz schnell feststellen, dass für jegliche Form von Neu- und Ausbau, auch bei den Landesstraßen, kein einziger Cent mehr übrig sein wird, wenn ihr eure Straßen wirklich komplett sanieren wollt. Ich finde das viel spannender, als hinzugehen und dann mit den SPDlern zu verhandeln. Was wollen wir denn jetzt nochmal verhindert haben? Welches Projekt wollen wir jetzt nochmal vermeiden? Welches Projekt wollen wir nicht haben? Da sollten wir mal einen anderen Ansatz machen. Werdet Anti-Schlagloch-Partei. Werdet zur Verkehrssicherheitspartei. Ich finde es ein bisschen schräg, dass die Kommunen begründen sollen, wenn sie statt Tempo 50 in den Städten nur Tempo 30 wollen. Das müsste doch eigentlich umgekehrt sein. Sie müssen begründen, wenn eine Straße zukünftig 50 statt 30 haben soll, wenn es also umgekehrt ist, da 30 die Regelgeschwindigkeit sein sollte. Setzt euch dafür ein. Wenn ihr euch dafür nicht durchringen könnt, dann kommt wenigstens anschließend an den VCD-Stand und unterschreibt bei unserem Stand für mehr Tempo 30. Wir brauchen im Rahmen der Europäischen Bürgerinitiative 1 Million Unterschriften. Es wäre schön, wenn heute ein paar dazukommen. Redet aber nicht nur über Tempolimits auf Autobahnen. Die meisten Unfälle geschehen bei uns auf den Landstraßen. Die meisten Toten gibt es bei uns auf den Landstraßen. Fordert deshalb auch ein schärferes Tempolimit auf Landstraßen. Ausnahmen sind natürlich wie nach oben wie nach unten möglich. Und auch das braucht Mut. Sagt Nein zu jeder Form von Flatrate im Verkehrsbereich. Wie beispielsweise angedacht bei der Vignetten-Pkw-Maut. Nicht, weil sie Pendler belastet, das ist Blödsinn, sondern weil sie unsozial ist, die Pkw-Maut, weil sie unökologisch wird, die Pkw-Maut. Jede Form von motorisierten Verkehr versucht externe Kosten. Treibhausgase, Lärm, Luftschadstoffe, Tote, Verletzte, verbraucht wertvolle Ressourcen und Fläche. Und warum wollen wir auch noch warum sollten Seltenfahrer Vielfahrer unterstützen? Das macht für mich keinen Sinn. Sagt Ja zum NRW-Takt für Bus und Bahn. Eingebettet in einen Deutschland-Takt.
Eine fahrplanorientierte Infrastrukturplanung für Personen- und Güterverkehr, wie in der Schweiz. Das bringt uns doch deutlich mehr, als wenn wir wieder anfangen und dann hätten wir ganz gerne nochmal hier die S13 und hier die S7 und hier die Regionalbahnstrecke und hier. Ich möchte einen anderen, ich möchte einen ganzheitlichen Ansatz, ich möchte weg von dem Stuttgart 21 und Prestigeprojekt denken und dann hilft es nicht, wenn wir da andere Projekte reinbringen, die vielleicht ein bisschen sinnvoller sind. Wir brauchen einen gesamthaften, netzhaften Ansatz und deshalb sagt ja zu einem NRW-Takt und schreibt das auch. Liebe Freundinnen und Freunde, viele Trends spielen uns in die Hand. Der gesellschaftliche Wandel, der im Antrag und von Arndt zutreffend beschrieben worden ist, aber auch die Geldknappheit, die viele unsinnige Spinnereien zukünftig verhindern kann. Wenn ihr einerseits mehr Kostengerechtigkeit und Kostenwahrheit erzeugt, auch durch andere Steuern, durch gerechte Steuern, durch Steuern, die Umweltbelastung mehr besteuert, und ihr kennt die Instrumente, wenn ihr mehr Effizienz einfordert, auch im Nahverkehr, wenn ihr die Prioritäten neu setzt, und Prioritäten setzen heißt nicht nur, was wollen wir uns zukünftig leisten, sondern Prioritätensetzung heißt auch, was will ich mir zukünftig nicht mehr leisten, was können wir uns nicht leisten. Dann, glaube ich, kommen wir in Nordrhein-Westfalen sicherlich auch ein großes Stück ran in Sachen Verkehrswende. Grün ist die Verkehrswende, also packt's an. Seid der Wegweiser für eine nachhaltige Mobilität, dann finden doch mehr Menschen zu euch. Herzlichen Dank. Halt. Noch einen Moment, bitte. So schnell geht es nicht. Lieber Michael Ziesack, wir freuen uns, hier einen kompetenten und mächtigen Verband an unserer Seite zu haben, den VCD, im Streiten um eine neue Mobilität. Und wir haben hier als Geschenk mal die Vision der Mobilität der Zukunft mitgebracht, nämlich ein Sonnenstrahl genügt und es bewegt sich. Und ich glaube, das als Symbol. Es gibt auch gleich noch einen schönen Bausatz zum selber basteln dazu, nur damit alle schon mal sehen, wie es aussieht. Also ein kleiner Sonnenstrahl und es geht los und es geht rund. Und als Zeichen, naja, hier ist ja kein Sonnenstrahl. Oder ist nicht richtig eingestöpselt. Nein, aber es muss ein Sonnenstrahl sein. Und dann geht's los. Ja, schönen Dank, herzlichen Dank fürs Kommen. Toll. Und dazu gibt es, wie gesagt, gleich den Bausatz für die Rückfahrt. Kann man dann schön nochmal basteln. Der Solarradler. Wow. Alles ohne Schrauben, voll ökologisch und ja, schön. Wir haben jetzt 1 Million und ein Elektrofahrzeug. Die Bundesregierung kämpft ja seit Jahren dafür, 1 Million Elektrofahrzeuge zu reden. Sie redet nie von 1 Million Elektroautos. Und tatsächlich, ohne auch nur einen Cent dazuzugeben, haben wir seit letztem Jahr endlich 1 Million Elektrofahrzeuge in Form von Elektrofahrrädern. Und da brummt es, insofern ein guter Beitrag. Macht weiter so. Herzlichen Dank. Danke dir. Tschüss.